So, also wir sind aus der Bahn raus und jetzt warten 5 bis 6 Stunden Wanderung auf uns. Wir werden auf die Rofanspitze klettern und dann müssen wir noch mal 500 Höhenmeter runter und dort können wir dann mal unser neues Klettergeschirr ausprobieren. Dann werden wir das blaue Auge des Rofan besuchen. Mal sehen, ob es wirklich blau ist. Wir schauen mal. So, einen kleinen Blick gibt es natürlich auch noch. Da oben waren wir schon. Also da oben waren wir schon. Wir sind da oben auf dem Kamm lang. Und bis dahin. Ja, sieht alles ganz nett aus. Der Tag scheint auch grandios zu werden vom Wetter her. So, wir sind schon da. Das blaue Auge des Rofan. Ich glaube nicht. Nee. Aber es ist doch schon mal ganz angenehm, oder? In aller Ruhe. Da oben scheint es sich auch gut zu entwickeln. Ja, nee, ich meine den Weg. Ja, ein Stück haben wir schon geschafft. Vor uns bäumt sich die Heidach-Stellwand auf. Aber da müssen wir nur dran vorbei. Unser Berg liegt da hinter dieser Kuhle. Da müssen wir durch. Wir sind jetzt in dieser Mulde, was ich vorhin gezeigt habe. Ja, jetzt sieht man es eigentlich sehr schön. Da unten geht unser Weg lang. Und ja, da oben, ganz da oben. Da wollen wir jetzt erstmal hin. Also das ist unser erster Stopp. Und dann geht's zum Klettern. Ich bin schon ganz aufgeregt. Der Himmel sieht doch heiß aus, oder? Ja, ein paar sind schon auf der Spitze oben. Erstaunlich. Wir haben noch ein Stück. Aber wir müssen ja dahin. Das sieht sehr, sehr interessant aus. Was da noch auf uns zukommt, wir werden sehen. Ja, wir sind am Schwitzen. Claudia kontrolliert immer die Zeit, dass wir nicht zu lange brauchen, weil wir wollen ja mit der Bahn wieder runterfahren. Aber ich sehe uns schon laufen heute Abend. Schauen wir mal. Aber hier ist wirklich sehr, sehr angenehm. Auch vom Wetter her noch nicht zu warm. Naja. Wird alles. Da unten ist der Gruber See. Naja, See würde ich jetzt nicht sagen, aber naja, wir haben noch ein Stück. Haufen Leute heute unterwegs. Aber ja, man sieht, wo wir hin müssen. Und danach wird es schwer, da muss geklettert werden. Jetzt muss ich es euch doch noch mal zeigen. Da hinten kommt jetzt die Sonne raus. Ja, also das Panorama entwickelt sich langsam. Heute soll ja noch die Sonne scheinen. Da wird es schön. Claudia meckert immer ein bisschen mit mir, weil ich im Bild rumlaufe. Dann kann sie nicht ordentlich Fotos machen. Aber naja, wird sie auch noch lernen, dass es schön ist, wenn ich mit drauf bin. Gut, wir kämpfen uns nach oben. Da oben ist ein Kreuz. Sind wir falsch? Nein. Nein, wir sind nicht falsch. Wir sind nur woanders. Na gut, es läuft. Wir haben das Ziel vor Augen. Das blaue Auge vom Rofan. Da müssen wir runter. Aber wie ihr seht, gibt es hier keine Wege nach unten.
Das heißt, wir müssen klettern. Schätzungsweise so 300 Meter in die Tiefe und dann werden wir unser Klettergeschirr ausprobieren. Bei mir hier ganz scheint heute uns zuschauen zu wollen. Hier geht jetzt der Klettersteig los. Da unten müssen wir uns anschneiden, jetzt werden wir erstmal unsere Klettergurte anlegen, weil wir müssen jetzt da runter. Ganz da runter. Ja, und besser, man hat es schon angeschnallt. Vorgehen. So, wir haben angeschnallt, ihr seht, wir sind bestens vorbereitet. Dann tja, gehen wir mal los und schauen mal, haben wir alles eingepackt? Ja, ja. Aber wir kommen ja wieder vorbei. Gut, dann gehen wir mal. Geht abwärts. Gut. Dann ja, gehen wir mal rückwärts. Vorbei an dem, okay? Ja, du kannst kommen. Ich muss mal jetzt ein bisschen klettern. Ja. Hier unten musst du ein bisschen aufpassen. Ja, aber geht. Ja, so sieht's aus. Geht alles noch. Aber es ist schon grandios. Der Blick wird immer besser. Da unten fließt die Inn. Parallel dazu natürlich die Autobahn, aber davon hört man ja nichts. Ja, wie sieht's aus, Maus? Passt. Passt, super. Na gut. Ja, wir hängen in der Wand. Wir hängen in der Wand. Aber alles nicht so wild. Aber besser, man schnallt sich an. Da kommen wir nun doch von oben. Da sind wir schneller am See, als er uns lieb ist. Ja, ganz schön warm, oder? Super warm. Super warm ist es. Aber jetzt im Schatten, naja. So, weiter geht's. Immer schön ein nach dem anderen. So kommt man dann auch ans Ziel. So. Vorhin waren wahnsinnig viele Leute da und jetzt sind wir ganz allein. Ja, unser See verschwindet etwas, aber tja, wir müssen jetzt mal schauen, wo wir lang gehen. Bis jetzt ist es noch ganz entspannt, auch mit dem Klettern. Eine unglaubliche Ruhe hier oben. Schön, wa? Ja, jetzt geht's abwärts. Gut. Noch ein bisschen und dann haben wir's. So. Dann sind wir schon mal unten. Wir werden uns mal wieder ausziehen und dann
schauen wir, dass wir über die Wiese kommen. Ja, da sind wir runtergekommen. Ja, war nicht so spektakulär, aber hat Spaß gemacht. Wir haben uns umgezogen. Ja, unser Weg ist jetzt nicht mehr schwierig, nur noch bergab, dahinter am Geröllfeld lang und da oben dann rüber. Und hinterm Berg, hinter diesem Berg, ist unser See. Gut, wir laufen los. Ja, das ist ja alles hier runtergekommen. Das ganze Geröll. Ich hoffe, da oben hängt alles fest. Und es klettert keiner rum und schmeißt uns einen Stein auf den Kopf. Ja, wir gehen mal raus und verstecken uns mal an der Wand. Dann wird es schon wärm. Ups. Wir schlaben bergab. Immer am Geröllfeld entlang. Da unten ist unser Weg. Ja. Ist ganz schön warm heute. Also. Unglaublich. Bloß gut, dass wir Sonnencreme drauf haben, sonst wird man wieder etwas rötlich sein. Ein Hubschrauberlandeplatz, würde ich sagen. Steht ein H und es ist alles befestigt und gerade. Bestimmt für die Bergrettung. Hier sind einige schon abgeschmiert an der Wand. Wir haben schon einige Schilder gesehen mit Namen. Ja, jetzt sieht man es doch deutlich. Das ist der Hubschrauberlandeplatz. Naja, gut. Hier kommst du nicht her anders und so viele Schilder wie hier an den Wänden hängen, passiert hier öfter was. Deshalb haben wir uns auch schön angeschnallt, sind langsam gelaufen. Ja, manche machen es halt nicht, ne? Und dann wundern sie sich, wenn sie schneller unten sind, als ihnen lieb ist. Schaut mal, wie verbogen das Stück da ist. Wahnsinn, ne? Ja, das sieht doch mal beeindruckend aus. Ja, unser See kommt langsam zum Vorschein. Ja, wir werden mal in den Schatten gehen. Es ist einfach zu warm. Das muss ich mal so sagen. Sieht aus wie in einer anderen Welt hier. Aber irgendwie auch ganz romantisch, ne? Ja. Ja. Ja, vielleicht lassen wir dann einfach die U-Bahn-Spitze aus. Ja? Das ist ja jetzt nicht schlimm. Nö. Das Haupttier war ja der Tier, der See. Genau. Ja, drüben steht noch eine Schutzhütte. Brauchen wir aber nicht bei dem Wetter. Hier sind wohl einige Stücken abgebrochen und da oben am Berg sieht es so wirklich so aus, als ob da bald was hinterherkommt. Naja. Wir gehen mal durch. Das ist schon Wahnsinn, ne? Was da für Riesenblöcke liegen. Das rumpelt ganz schön. Und da die Spitze, wo es Kreuz ist oben, das zeige ich euch mal kurz. Ja, da oben, die Spitze, da steht ja ein Kreuz, aber das sieht aus, als ob die gleich abknickt. Wahnsinn. Ja, ist eine andere Welt hier unten. Ja, wir kämpfen uns mal weiter. Also ich bin begeistert von unserer Tour. Allerdings das, was wir jetzt hier runtergeklettert sind, die 500 Höhenmeter, die müssen wir nachher am Seil wieder hoch. Aber naja, wir werden uns vorher stärken und dann schauen wir mal, das wird schon. Hier im Schatten ist es ganz angenehm. Was für Steinfelder. Ussa. Claudia fotografiert. Naja, der See, ich habe ihn vorhin mal gesehen, jetzt ist er wieder weg.
Ich habe heimlich Lumumba gemacht. Den gibt's nachher. So, wir laufen auf den See zu. Sieht schon mal schön aus. Schöner Blick schon mal. Berge spiegeln sich im Wasser. Ja, ein Stückchen noch. 5 Minuten sind wir unten. Wir haben es geschafft. Wir haben es geschafft. Claudia sagt, es ist ein weiter Weg bis zum Badesee gewesen. Ja. Tolle Geschichte, ne? Jetzt gehen wir mal runter und dann werden wir ausrasten. Bisschen Lumumba trinken. Was essen. Jetzt ist mir schwindelig. Das hat sich doch gelohnt, durch die Berge zu rennen, deswegen. Wir sind an unserem Strandhaus angekommen. Jetzt werden wir uns erstmal einrichten. Ja, eine Schutzhütte. Aber ich glaube, die Hütte braucht mehr Schutz als wir. Ja, wir sind jetzt mal um den See drum rumgelaufen. Jetzt sieht es natürlich schon mal wieder ganz anders aus, wenn man das mal in Ruhe betrachtet. Ja, schaut's euch an. Wir sind jetzt in so einem Tal. Von da oben sind wir gekommen. Von da oben sind wir runtergeklettert. Da an der Wand. Und dann sind wir hier rüber gelaufen. Spring mal rein, Robin. Nein, danke. Hände reichen zur Abkühlung, da ist wirklich kalt. Ja, schön, wie sich die Berge drinnen spiegeln. Jetzt habe ich Wellen gemacht. Jetzt hast du Wellen gemacht, aber das machst du ja öfter. Du bist ja lustig. Ja, wa? Am Kasper gefrühstückt. So läuft das. Ja, wir werden es dann auf dem Nachhauseweg machen. Das ist jetzt relativ einfach für uns. Wir müssen nur da oben praktisch da über dieses Geröllfeld und hinter diesen ersten
Berg. Und dann da, wo die Streifen sind, da gehen wir dann einfach hoch. Aber das filmen wir dann noch mal. Also im Grunde genommen, da diese Querstreifen bis im Grunde genommen dahin. Und dann geht es hinten wieder runter. Ja, das machen wir jetzt. Ja, was haben wir heute gemacht? Wir sind erst mit der Bahn hochgefahren, um uns einfach 2 Stunden Marsch zu ersparen, weil es ja doch weit bisher. Sind dann aber an der Rufhahnspitze vorbeigelaufen, obwohl wir es geplant hatten, aber es waren so viele Menschen da. Da haben wir gesagt, die 200 Meter, da verzichten wir drauf. Und sind einfach weiter. Und ja, am Schafsteig habt ihr ja gesehen, haben wir uns angeschnallt und sind dann so, ich schätze mal 250, 300 Meter runtergeklettert. Ja, ein bisschen übers Geröllfeld gelaufen und ja, jetzt sitzen wir hier am See. Zirrainer See. Ich glaube, der wird das blaue Auge vom Rofahren genannt. Ja. Jetzt werden wir uns auf dem Weg nach Hause machen. Also alles wieder rückwärts. War eine schöne Tour. Am Ende werden es dann 6,5 Stunden sein. Ja, wenn du dann Aufstieg und Abstieg noch rechnen würdest, da kommen noch mal 4 Stunden dazu. Da war es schon gut, mit der Bahn zu fahren. Ich bin zwar kein Freund davon, weil es ist immer so voller Leute. Aber hier dann nach dem Klettern, ein paar haben wir noch gesehen, aber das konntest du dann an einer Hand abzählen. Ja, so eine schöne Tour. Empfehlenswert, sage ich mal. Und kann man machen, wenn man ein bisschen schwindelfrei ist. Die Klettergeschichte ist jetzt nicht so wild. Das übersteht man gut. Ja, so würde ich es machen. Also empfehlenswerte Tour.